Jo Leute, hier ist wieder euer Benny und ich zeige euch heute, wie man eine traditionell echte italienische, also eine neapolitanische Pizza machen kann. Das Rezept ist so heftig. Ich bin der Meinung, dass eine neapolitanische Pizza einfach die beste Pizza der Welt ist. Ihr bekommt von mir das Rezept, wie ihr den Teig macht und alles, was es braucht, was wichtig ist, um diese Pizza zu machen. Und das Besondere bei diesem Ding ist, guckt euch mal diesen Rand an. Das ist einfach der Teig, ja? Weich und crunchy gleichzeitig. Das ist wie ein Luftballon und eine neapolitanische Pizza hat die Eigenschaft, dass sie besonders leicht schmecken soll, frisch und einfach geil. Das kann man nicht vergleichen mit einer typischen amerikanischen New York Style Pizza oder so, sondern das ist einfach ein geschmackliches Wunderwerk und ich hoffe, ich kann euch da ein geiles Rezept zeigen, wie man das Ganze zu Hause machen könnt. Viel Spaß damit. Ich zeige euch jetzt, wie man den Teig zubereitet. Für eine traditionelle neapolitanische, also italienische Pizza benötigt ihr genau 4 Zutaten. Mehl, Hefe, Wasser und Salz. Wie kann denn jetzt diese Pizza so einen besonders geilen, unglaublich einzigartigen Teig haben, wenn dann nur diese 4 Standardzutaten drinnen sind, die man eigentlich in jedem Teig braucht? Ausschlaggebend ist hier auf jeden Fall das Mehl. Wir haben hier von Caputo das Quarco am Start. Das ist ein richtig geiles, besonderes Mehl, das perfekt für diese traditionell neapolitanische Pizza geeignet ist. Ja Leute, und warum man genau dieses Mehl hier benötigt und kein Standardmehl aus dem Supermarkt funktioniert, kann ich euch jetzt ganz genau erklären. Dieses Mehl hat nämlich die besondere Eigenschaft, dass es besonders viel Wasser aufnehmen kann. Und ich kann euch garantieren, dass ihr mit dem Standardmehl aus dem Supermarkt dieses Rezept auf jeden Fall nicht so hinkriegt. Ich habe selber probiert und ich hatte absolut keine Chance. Das Besondere an diesem Mehl ist dieser hohe W-Wert, den das Mehl hat. Das bedeutet einfach, dass dieses Mehl viel Wasser aufnehmen kann. Und man glaubt es nicht, aber ich sag's euch, es ist wirklich so. Das Mehl kann so viel Wasser aufnehmen und man kann dann quasi einen Teig machen, der besonders feucht ist. Und das ist enorm wichtig, dass der dann auf jeden Fall aufgeht, fluffig ist, feucht ist und nicht trocken ist und einfach wirklich leicht. Okay Leute, wie sieht nun unser Rezept aus? Wir machen 6 Pizzen, das heißt wir brauchen 660 Milliliter Wasser. Das ist unser Wasseranteil der Pizza, also unser Hydration Grade. Und der ist einfach entscheidend, damit die Pizza so richtig aufgeht und fluffig ist und einfach locker, leicht und geil schmeckt. Das heißt, wir geben in einen großen Topf 660 Milliliter Wasser. Ich habe Trockenhefe am Start, wir werden hiervon die Hälfte benötigen, also 4 Gramm ungefähr und das geben wir jetzt zusätzlich ins Wasser. Rein damit und dann geben wir zusätzlich 32 Gramm Salz dazu, damit der Teig auch dann ordentlich schmeckt. Ja Leute, dann beginnen wir, dass wir unsere Wunderzutat, das Mehl dazu geben, das Caputo Quarco Mehl, hauen wir jetzt rein. Da haben wir 1 Kilo am Start, reicht wie gesagt dann für 6 Pizzen. Wichtig ist, das jetzt einfach nach und nach reinzugeben und nicht alles auf einmal reinzuwerfen. Dann können wir hier reingehen und einfach immer langsam beginnen, hier das Mehl mit dem Wasser zu vermengen. Ja Leute, ihr seht, wie sich der Teig entwickelt. Wir können jetzt dann schon langsam den Rest noch reingeben, also 1 Kilo Mehl. Wichtig ist auf jeden Fall, Leute, der Teig, er kann nicht zu klebrig sein. Ihr dürft auf jeden Fall diese Mengenverhältnisse zwischen Mehl und Wasser nicht ändern, okay? Ja, jetzt kommen wir zum Schritt, der am wichtigsten ist. Ihr müsst jetzt den Teig, wenn ihr es per Hand macht, 20 Minuten dick und fest durchkneten oder in der Maschine 10 Minuten lang. Das ist ganz wichtig, dass sich das Gluten entwickeln kann und das Ganze dann eine feine, runde Sache wird. Auf jeden Fall dürft ihr kein Mehl an die Platte geben oder an die Hände, wenn es irgendwie zu viel klebt. Ihr dürft dieses Wasser-Mehl-Verhältnis auf jeden Fall nicht ändern. Da müsst ihr einfach mit ordentlich Druck und das lange durchkneten, dann wird das auch nicht mehr so klebrig und ich zeige euch das jetzt. Hier haben wir die ordentlich dicke Teigmasse und jetzt einfach durchkneten und ihr seht, es klebt nicht so sehr. Es klebt gar nicht an der Arbeitsplatte, ihr müsst es jetzt einfach lange dick durchkneten. Wir kommen jetzt zu dem entscheidenden Schritt. Ich habe hier eine Teigaufbewahrungsbox, man kann auch jedes andere Gefäß dafür nehmen. Ich werde jetzt hier ein kleines bisschen, Leute, nur am Boden ein bisschen Mehl hingeben, damit das später nicht im Kühlschrank an der Oberfläche hängen bleibt. Was ein Geheimtipp beim Pizzakneten ist, einfach schnell arbeiten, damit klebt das auch wenig. Wir werden jetzt einfach den Pizzateig hier in die Pizzaaufbewahrungsbox reingeben. Okay Leute, ihr seht jetzt meinen Teig in der Teigbox drinnen. Ich habe den als Ganzes reingegeben. Der muss jetzt hier als Ganzes 24 Stunden mindestens im Kühlschrank bei 4 Grad gehen. Wenn es wärmer ist, dann wird der Teig noch viel größer werden, als es schon ist und das wollen wir nicht. Wir wollen ihn jetzt direkt in den Kühlschrank reingeben und dort muss er für 24 Stunden bleiben. Okay, mein Pizzateig ist jetzt im Kühlschrank. Wichtig ist vor allem, dass das Ding auch verschlossen ist. In meiner Teigbox geht das, da habe ich einen Deckel drauf. Ansonsten gebt ihr einfach eine Frischhaltefolie über euer Gefäß, wo ihr den Teig drinnen habt, drüber und so muss der einfach im Kühlschrank chillen.
Ja Leute, nach 24 Stunden kommt mein Teig jetzt aus dem Kühlschrank raus. In meinem Fall waren es sogar 72 Stunden. Das ist grundsätzlich auch gar kein Problem. Und jetzt kommt erst die richtige, die Stückgare. Dort wird der Teig erst richtig mächtig werden und richtig aufgehen. Und ja, wir werden jetzt den ganzen Teig in 6 Teigbällchen verarbeiten und dann 2 bis 3 Stunden bei Zimmertemperatur gehen lassen. Und erst dann können wir ihn verarbeiten. Das ist auch essentiell wichtig, dass ihr den Teig, bevor ihr ihn verarbeitet, 2 bis 3 Stunden vorher aus dem Kühlschrank gibt. Ja Leute, wichtig jetzt bei der Stückgare, dass man hier schöne Bällchen macht. Da muss man einfach schnell mit der Hand arbeiten, dann klebt das auch nicht allzu viel an den Händen. Das geht eigentlich ganz gechillt und ja, man hat dann schön Ball rein in die Teigbox und fertig. Wichtig, kein Mehl dazugeben oder wenn, dann nur ein bisschen was. Ja Leute, man hat hier auch dann eine geile Technik, wo man einfach hier wirklich so einen schönen Ball macht. Und ihr werdet gleich sehen, wie das Ding fertig aussieht. Boah, ist das nicht perfekt, Leute. Und rein in die Teigbox. Ja Leute, so sehen die fertigen Teigbällchen aus. Jetzt kommt die Stückgare. Deckel rauf, warten. Okay Leute, ihr seht, bei mir sieht es schon aus wie in einer richtigen Pizzabude. Ihr braucht auf jeden Fall eine Zutat noch unbedingt dazu von Caputo, Semola. Das ist ein ganz wichtiges Mehl quasi, was ihr verwenden müsst, um die Pizza dann perfekt hinzubekommen. Ihr könnt natürlich auch normales Mehl verwenden, aber das ist besser, weil sonst habt ihr diese weißen Ränder auf der Pizza, die dann nach Mehl schmecken und das wollt ihr nicht. Ihr wollt einen geilen Geschmack haben und deshalb investiert das, vertraut mir, es wird nur so geil, wenn ihr dieses Mehl holt. Also ja, ich zeige euch, wie das Ganze jetzt funktioniert. Wir haben hier den Teigling am Start. Ihr nehmt einfach mit der Spachtel hier ein bisschen was von dem Mehl und kippt das darunter, um den Teig hier einfach aus der Box zu lösen. Und jetzt kommt ein Geheimtrick, Leute. Nehmt einfach eine Schüssel, packt den Pizzateig hier rein, wendet den mal eine Runde, dass überall auf jeden Fall was von diesem Mehl ist. Und dann, Leute, könnt ihr den ganz easy cheesy verarbeiten. Bam! Wir drehen das Ganze. Okay Leute, auf eine traditionelle neapolitanische Pizza gehören jetzt eigentlich gar nicht viel Zutaten drauf. Man braucht einfach frische Mozzarella, man braucht Parmesan, den muss man nicht drauf packen, das ist eine Option. Dann gibt man auf jeden Fall die Tomatensauce drauf, da braucht man besondere, nämlich San Marzano Tomaten und einen Schuss Olivenöl und das ist eigentlich das ganze Rezept. Wir machen das Ganze jetzt. Ich habe hier schon die San Marzano Tomaten gemacht, ich habe die ein bisschen eingekocht, dass die Soße ein bisschen dicker ist, aber Geheimtipp, lasst die Soße ab. Kühlen, weil wenn sie warm ist, bleibt der Pizzateig wieder oben kleben und dann bringt er nicht runter. Das wird eine absolute Katastrophe. Bei mir ist er jetzt leider ein bisschen warm. Ich muss jetzt Gas geben, also wird das Ganze jetzt ein bisschen schnell werden. Aber ja, ich zeige euch, dass wie das geht. Perfekt, Leute. So ungefähr muss das aussehen. Dann geben wir einen Schuss Parmesan drauf. Der gibt auch nochmal geilen Geschmack. Und wir nehmen einfach frischen Mozzarella. Den packen wir drüber. So muss das sein. Perfekt. Das ist keine große Kunst. Ganz simple Pizza und noch zu guter Letzt ein Schuss Olivenöl. Perfekt und let's go rein in den Pizzaofen. Perfekt Leute, so muss das aussehen. Ich habe hier einen besonderen Pizzaofen am Start von Efe Uno. Der kommt original aus Italien. Der kann oben und unten 500 Grad erhitzen. Das ist richtig heftig, denn eine traditionelle neapolitanische Pizza, die muss in 90 Sekunden fertig werden. Das ist einfach so. Man hat einfach diesen geilen, leichten Teig am Start, der besonders feucht ist und der wird einfach dann geil, wenn man den schnell erhitzt, dann bleibt der feucht, dann bleibt der stabil und ist einfach so geil, ihr werdet sehen, Leute. Ich weiß nicht, ich werde da unten die Zeit einblenden, wie lange das es wirklich braucht. Ich habe jetzt nicht volle Hitze aufgedreht, aber ihr seht schon, die Pizza ist fast fertig und das ist eigentlich das unglaublich Geile dabei. Wollen wir kurz einen Look machen? Jetzt ist sie wirklich fertig. So, ich gebe dir kurz das Mikro weiter, Leute. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Ihr habt es auf jeden Fall eingeblendet gesehen. Ich habe nicht volle Hitze aufgedreht. Wir holen sie raus und das ist eine traditionell neapolitanische Pizza zu Hause, self-made gemacht. So, jetzt kommt noch das Meisterstück drauf, Basilikum, bam, und fertig ist sie. Traditionell neapolitanische Pizza von Benny. Ja Leute, wir schneiden jetzt das wunderbare Stück an. Oh, das wird so geil werden, Leute. Rein in die Olga. So, was natürlich eine neapolitanische Pizza als Eigenschaft hat, ihr seht, das Ganze ist ein bisschen so wie ein Schlaffer, ich darf es nicht sagen. Aber das ist einfach der Unterschied, weil in diesem Pizzateig ja kein Öl oder Zucker drin ist und deshalb ist die ein bisschen so labbrig, aber die soll einfach genauso sein, weil das einfach diese Eigenschaft einer traditionellen neapolitanischen Pizza ist, besonders leicht und einfach wie ein Luftballon und ja, ich beiß da jetzt rein und probiere das Ganze. Oh mein Gott, wirklich. So eine geile Pizza, so frisch, die schmeckt wirklich einfach leicht und dieser Teig, Leute, ich muss nichts dazu sagen, das ist einfach ein absoluter Traum. Der Crunch ist auch da. Einfach meiner Meinung nach die beste Pizza, was es auf der ganzen Welt gibt.
So geil. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Und ja, wir sehen uns nächsten Sonntag beim nächsten Kochvideo. Viel Spaß damit.